Ich seh mich bei meinen Reactions auch mal als unwichtiger Part. Ich glaube, meine Reactions werden besser, wenn ich, Hallo meine Freunde, Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf das Video von Gewitter im Kopf. Machst du YouTube nur fürs Geld? Gucken wir mal rein, jetzt kommt die Wahrheit raus, du. Jetzt ist vorbei. Bau, bau. Das habe ich im SM-Studio gelernt. Also könnt ihr euch meine Kindheit vorstellen, ne? Und das noch im Keller, ne? Du musst jetzt den Zollstock reinstecken und mich piekst. Was macht er dann? Kannst du mal den Besen von hinten reinschieben? Wie kommt der denn dann? Dann kommt der jetzt mit. Oh, ich will mal kuscheln mit dir. Genau. Aber nicht im Gesicht weg, bitte. Na, der freut sich. Das ist ein Besucher, den Körbchen. Oh Mann, wie süß. Jan hat gerade einfach Ketchup auf den Kopf. Oh nein! Oh, er holt schnell ein Tuch, bevor er das verteilt. Lau auf ein Tuch. Boah, ich dachte jetzt gerade ohne Scheiß, zuerst ist mir jetzt eine Platzwunde. Der Hammer holt. Na, nicht das Sofa, bitte. Aber die schlecken das auf. Er ist ja auch von der anderen Seite. Und hier? Oh Gott! Ja, weil die... Sieht aus wie nach einem Massaker. Wir haben sie hier angerieben. Ja, das ist Geld. Ist hier komplett rot überall. Jetzt stinkt es aus. Müsst ihr euch gegenseitig sauber lecken. Nein! Kriegt der jetzt nicht irgendwie Ärger oder Schläge? Schlag doch nicht meinen Hund. Ich meine, Henry, Ärger. Nein! Weg. Kriegt er nicht irgendwie Ärger oder Schläge? Nee, das liegt ja noch. Ja, ich aber... hab ja noch zwischen... Nein, du sollst da weggehen. Aber ich glaube, das esse ich nicht mehr, oder? Hör auf, jetzt Cola über den Hund zu schütten. Und dann Henry! Das gibt Rache. Nein! Sieht das aus? Oh nein. Haben wir gut auf die Wohnung aufgepasst? Nein. Ihr solltet auf die Hunde aufpassen. Die Wohnung war egal. Und die Ketchup auf die Hunde drauf? Naja, Cola war auch schon drauf. Heute auch. Auch Cola. Heute auch. Aber zum Schluss. War das okay? War das okay, Sam? Alles gut? Haben wir gut gemacht? Das ist super. Setz du dich mal bitte ins Essen. Das klang komplett überzeugend. Das klang wirklich überzeugend. Also, ich glaube, die werden nie wieder eingeladen, auf die Hunde aufzupassen. Nie wieder. Okay. Ich glaube, wir sollten mal reden. Und die Kopfhörer musst du bitte einmal aufsetzen. Kopfhörer? Damit werden deine Gehirnströme gemessen. Hab ich keine mehr. Bei mir häufig gemessen, sieht anders aus. Okay, bitte lege deine Finger hier drauf. Er scannt dich gerade und misst deinen Puls. Sieht aber auch aus nach einem professionellen Gerät, ne? Was? Sie haben den Hauptgewinn! Ich hab die Wahrheit nicht gesagt. Stellst du dazu auch jetzt eine Frage? Ja, natürlich. Hast du dir schon mal in die Hose gekackt in einem Alter über 18? What the fuck? Jeden Tag! Jeden Tag! Nochmal, Moment. Okay, Finger drauflegen, wenn du antwortest, musst du auf den Knopf drücken. Ich überlege gerade, ob es nicht doch mal passiert ist. Nee, hab mir noch jeden nie, Tag bei mir. Seitdem ich 18 bin, die Hose gekackt. Mach mal Finger runter. Das ist richtig. Ja. Hast du schon mal bei einem Dreh mitgewirkt, obwohl du keinen Bock drauf hattest? Ja. Das halte ich für ein Gerücht. Also hast du immer Bock? Ja, das stimmt. Immer. Immer? Immer. Ja, okay. Okay, und weiter? Magst du Hunde mehr als Katzen? Nein. Verdammt, das Ding funktioniert ja echt. Hattest du schon mal einen Dreier? Nein. Ja, mit meiner Hand. Zusätzlich noch. Also mit beiden Händen. Ja, das ist halb wahr. Das heißt, dass ich nicht gut zählen kann. Okay, weiter im Text. Hast du mich schon mal angelogen? Ja. Aber wie überzeugend gerade von Jan. Ja, na natürlich. Ganz normal. Geil. Ah ja, bei was denn? Guck mal, der Sam tut einfach von Henry den Ketchup weglegen. Wir machen das richtig an, wenn du so Geräusche machst.
Nein, nicht leck. Bitte, bitte. Ja, und jetzt? Hattest du schon mal Sex mit einem Verwandten? Nein. Hey, what the fuck? Heiß ich Lukas oder was? Ich wusste es. Ich wusste es. Hast du schon mal daran gedacht, mich zu ersetzen? Ja, wirklich böse, ne? Ja, hab ich. Nein, hab ich nicht. Hm. Süß von dir. Ich brauch halt einen, der die weiß, wie die Kamera geht. Warst du in der letzten Zeit einfach nicht dann? Ja. Ich bin stolz auf dich. Mhm. Sehr gut. Machst du YouTube nur fürs Geld? Nein. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so eine Größe hat und, ich sag mal, selbstständig ist, ne, würde ich das vollkommen verstehen, wenn dann viele YouTuber sagen, ey, ich mache das zwar nicht nur fürs Geld, aber ich mache auch viele Videos für mein Gehalt. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil die müssen ja auch dann auch von irgendwas leben. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, okay, nee, definitiv nicht nur fürs Geld, aber natürlich spielt Geld auch eine Rolle. Ist einfach so. Nein, das ist halt cool, weil du bist da viel kreativer, viel freier und du bist dein eigener Job. Dein eigener Boss. Du bist dein eigener Job. Hörst du gerne Revi? Nee. Will gar keiner sein, niemand. Noch nie mal Revi selber. Nee, ich bin kein Typ. Okay, jetzt kannst du mir doch 10 Fragen stellen. Also ich... Musstest du schon mal eine Geldstrafe bezahlen, weil du gegen die Verkehrsordnung verstoßen hast? Nein. Das ist gelogen. Hast du schon mal andere Autofahrer vulgär beleidigt? Nein. Doch. Gut, ist vielleicht schon ein, zwei Mal vorgekommen. Jeden Tag. 32 Mal. So was wie du alte Butterbirne oder sowas zum Beispiel. Das ist ja noch nett. Meistens sind ja die, wenn es grün ist und die irgendwie nee, losfahren, ne? Die dann einfach irgendwie am Handy sind oder, keine Ahnung, Portemonnaie raussuchen oder erstmal gucken, wie sie von Fleck kommen, ne? Hast du dich in deiner Ausbildung zum Sanitäter mal krank gemeldet, weil du am Abend vorher abgestürzt bist? Ja, hab ich. Hab ich auch schon gemacht. Ich bin auch schon mal, ne, das ist jetzt mal kein Witz zu meiner Ausbildung, da waren wir am Wochenende feiern und das war, haben wir wirklich das ganze Wochenende durchgefeiert und dann hatte ich am Montag Dienst bei einer großen Veranstaltung. Witzigerweise habe ich genau alle gesehen, mit denen ich feiern war, weil die waren auch bei der Veranstaltung. Weil, also es war hier so hier Firmenpräsentation und sowas, ne? Halt für die nächsten Lehrlinge. Und ne, ich hatte da Dienst und ich hatte bestimmt ein paar Promille hatte ich noch im Blut, ne? Und dann, ey, das war die Hölle, ne? Es war scheiße warm, war wirklich scheiße warm. Und ich dann so, ja, bitte mal kurz die. Ihr Passzeug da, ne? Ja, das war nicht schön. Ich dachte auf jeden Fall schon, ich wäre in der Notaufnahme, bevor ich auf der Arbeit komme. Ich war mit dem Auto, es war irgendwie skurril, ja. Hast du beim Sex schon mal einen Arsch geleckt? Oh. Jeden Tag. Mach ich jeden Tag. Hab ich aber wirklich noch nicht. Ja, ich glaube es dir. Mein Gesicht sagt gerade was ganz anderes. Würdest du beim Sex gerne mal einen Arsch lecken? Was für Fragen? Ja. Nein. Ah ja gut, ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Nee, das stimmt. Aber jeder wie er will. Ja, so ein bisschen würziger Geschmack. Hast du schon mindestens einen Punkt in Flensburg? Ja, hab ich. Oh, also doch nicht. Warum erzählst du das dann? Du willst ja, ein krasser Wirkung. Drei Punkte. Als du bist. Ebola. Nee, ich habe tatsächlich einen Punkt in Flensburg. Ich sammle auch Treuepunkte in der Uniklinik. Ich habe einen wegen Punkten in Flensburg. Nein, Finger weg. Ich bin jetzt Kameramann. Kameramensch. Fühlst du dich davon getriggert, dass ich mehr Jobs und Placements kriege als du? Tja, scheiße, wa? Finger drauf. Hast du dich schon mal als der unwichtige Part von Gewitter gefühlt? Das ist so gemein. Ja. Nicht als unwichtig, eher als
Als unwichtig. Als unwichtig. Ich sehe mich bei meinen Reactions auch immer als unwichtiger Part. Ich glaube, meine Reactions sind besser, wenn ich nie reacten würde, wenn meine Facecam aus ist und ich einfach die Videos so laufen lasse. Oh mein Gott, es war doch von vornherein klar, dass du eigentlich nur die Kamera halten sollst, während du den Star sehen darfst. Ebola! Halt ihn ein! Halt ihn! Ebola! Ebola! Alter, was geht jetzt? Alter? Hast du jemals den Geschlechtsakt mit jemandem aus der YouTuber- und Influencer-Branche aus Köln ausgeübt? Jeden Tag. Nein. Größter Scam EU West. Das Gerät funktioniert nicht. Ich glaube schon. Existiert die Rote aus dem Bootshaus wirklich? Nein. Ey, wie oft habe ich diese Frage mit diesem Lügenticker schon beantwortet? Also deine Antwort lautet nein. Na, wer weiß, das vielleicht doch. Ich bin nicht die Rote. Haben wir denn zusammen da gezockt? Ich habe keine Erinnerung mehr an diesem Abend. Das glaube ich dir. Gegebenenfalls zähle ich alle Praktiken als Geschlechtsverkehr, aber hattest du jemals sexuelle Kontakte auf meinem Sofa, welches danach an deine Eltern verschenkt wurde? Nein. Ja. Das langweilt mich jetzt. Warum hast du mich angelogen damals? Doch, du hast mir alles erzählt. Warst du schon mal auf eine Hausparty eingeladen, auf der du plötzlich so extrem Durchfall hattest, dass das ganze Gästeklo auseinandergenommen wurde und du plötzlich abhauen musstest? Ja. Du Sau. Ich erinnere mich, alles voll. Alles voll. Er kam raus und hat gesagt, schnell, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Niemand darf das sehen. Und dann sind wir durch den Garten verschwunden. Waren die Wände voll? Okay, in dem Sinne, macht's gut und macht nicht die Wände voll, es sei denn, es ist bei euch. Man kann dann immer noch sagen, wenn man dann Gäste empfängt, kann man sagen, wenn sie fragen, was sind das hier für Flecke, kann man immer sagen, ja, das ist halt, muss so sein. Es muss so sein. Akzeptiert einfach die Flecken. Ciao. Ja, war ein sehr schönes Video, aber wie schon gesagt, ich bin da wirklich ganz ehrlich, also hätten die jetzt gesagt, die machen das jetzt momentan auch fürs Geld, würde ich das vollkommen in Ordnung finden. Ne, die haben jetzt so eine Reichweite, die sind selbstständig und klar muss man natürlich auch ein bisschen aufs Geld dann achten und gucken, dass man natürlich mit den YouTube-Videos auch ein bisschen Geld generiert. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Qualität sinkt und es bedeutet ja auch nicht, dass unbedingt der Spaß daran verschwinden muss. Man kann ja trotzdem Spaß haben, man kann ja trotzdem Liebe für die Community haben, aber wenn man das natürlich dann auch zum Teil fürs Geld macht, ist es doch vollkommen in Ordnung. Ne, wenn man sich dann nicht selber verkauft, ne, das finde ich immer ganz wichtig, wenn man sich selber treu bleibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, guckt unbedingt das Originalvideo an, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss!